Die Gründe für Uhrenkäufe sind sehr verschieden. Lücken füllen in der Sammlung, unschlagbares Angebot, Langeweile, Jagdfieber. In dem Fall der Dein Werk, die ich im Oktober 22 gekauft und in meine Sammlung einfügen konnte, hat alles das keine Rolle gespielt. Die Uhr ist vom Design her ansprechend, aber auch nicht so ausgefallen, dass ich sie dafür alleine hätte haben müssen. Eine Automatikuhr mit Sichtboden, ein angenehmes, gut tragbares, rundliches Gehäuse. Nichts, was mich von der Uhr als solcher her absolut und total überrascht hätte. Nein, diese Uhr hatte einen ganz anderen Hintergrund, und zwar ist das eine Uhr, die von einer Behinderteneinrichtung, Menschen mit psychischen Problemen, gebaut wurde, und zwar ganz nah an meinem Heimatort. Und ich fand diesen Hintergrund, die räumliche Nähe zu meinem Geburtsort und auch die Tatsache, wer, wo und wie die Uhr zusammengebaut hat, so toll, dass ich dieses Projekt unbedingt unterstützen wollte. Hab direkt Kontakt aufgenommen und habe auch die Uhr sofort gekauft. Ich habe ein Review über die Uhr gemacht, was ich euch am Ende verlinken werde. Das ist mein erster Eindruck gewesen. Ich muss gestehen, ich trage die Uhr sehr selten. Sie geht genau. Sie trägt sich angenehm. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, die Uhr nicht zu tragen. Außer der Tatsache, dass sie mir zu wenig fürs Auge bietet, was mich komplett umhaut, jetzt nach der Zeit, die ich sie habe. Es ist eine Uhr, die stört eigentlich nie. Sie passt immer. Sie ist nie wirklich fehl am Platze. Aber sie sticht auch nicht so heraus, dass ich jetzt sagen würde, immer wenn ich drauf gucke, entdecke ich was Neues oder schaue mir immer das Gleiche an, weil es mir Freude macht. Das habe ich bei der Uhr nicht. Dennoch behalte ich sie natürlich, weil sie mich immer daran erinnert, was eine Uhr alles symbolisieren kann. Und das ist so für mich so ein kleines bisschen ein Gedankenanker, der mich bei meiner Sammlung auch immer wieder erdet. Es geht nicht immer darum, mehr, größer, schneller, teurer, besser, komplizierter. Nein, manchmal geht es doch einfach darum, etwas auf die Beine zu stellen, was man in der Art und Weise nicht erwartet hätte, weder von den anderen noch grundsätzlich. Und das ist so mein Gedankenanker bei dieser Uhr, und drum wird sie bleiben. Und vielleicht werde ich sie auch etwas häufiger tragen. Ich habe sie jetzt zusammen mit einer anderen Uhr, zusammen mit meiner Borgward, zu der ich ja auch schon ein Langzeit-Fazit-Video gemacht habe, Weihnachten getragen. Beide mit Freude und Stolz. Die Borgward etwas mehr, aber das könnt ihr in dem anderen Video nachlesen. Diese hier aber auch. Ja, sie bleibt, sie bleibt, sie bleibt, sie bleibt. Sie steht nicht zum Verkauf. Wenn aus der Dein Werk-Werkstatt noch einmal weitere Uhren kommen, werde ich die natürlich auch vorstellen. Und wenn es eine weitere Uhr gibt, vielleicht sogar einmal ein Vor-Ort-Video machen. Ich hatte es schon jetzt vor, hat nicht geklappt zeitlich, aber das steht definitiv auf meiner Liste. Also eine Uhr aus dem Oktober 22 mit definitivem Bleibecharakter.